so eine Qualle und bring die. Wie findest du die Bananen? Schön, schau mal, wie dick die sind. Ne? Hallo, ey. Geil, oder? Schon Prängel. Also hier gibt es ja wirklich ganz verschiedene Bananen, das ist schon geil. Diese dünnen, die kleinen und rote Bananen gibt es auch. Die kenne ich auch nicht. Ich kenne die Feier auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Die ist mir jetzt auch nicht unbekannt. Sehr fruchtig, ne? Oder? Ja, das steht ja gut. Ja, ne? Hat was. Ne? Unterstützung vom Bart, ja, das ist gut. Morgen früh, ja. Morgen früh. Ich bin jetzt am Banana Beach hier. Das ist Nähe Flughafen. Von Kamala vielleicht so 10, 15 Kilometer an der Küste entlang, vielleicht auch 20. Wie ich das letzte Mal da war mit der Tanida, das war Corona Big Time, also Heavy Corona Zeit. Da waren wir hier letztendlich ganz allein. Da war noch eine Gruppe da unten, ein paar Thais, 5, 6 Jungs, die da am Wasserfall waren und ein wenig rumgespielt haben am Strand. Ja, und jetzt ist schon wieder alles hier zugeparkt. Ist natürlich auch ein schöner Beach, sehr privat, wenn keiner da ist. Aber jetzt ist es ja doch eher schon wieder, muss man sagen, fast schon überlaufen. Überall sind Schilder, no parking. Macht das Ganze natürlich nicht gerade einfacher. Travel Safety hier, No Parking Area. Also die Frage ist natürlich, wo soll man dann parken, wenn man hier nicht parken darf? Kommt die Polizei und gibt uns Strafzettel, werden wir sehen. Also nicht einfach. Mit dem Moped darf man wohl parken, mit dem Auto nicht. Okay, aber Autos stehen natürlich hier überall, wie man sieht. Und wir stehen ja auch da mit dem Auto. Ja, und hier geht's runter. Schöner Ausblick von hier oben, super schönes klares Wasser. Ja. Hier ist ein Seil zum Abseilen. Macht der vielleicht Sinn? Weil es ja doch ein bisschen, wie sagt man, steiler hier. Vor allem wenn es geregnet hat. So, unten angekommen, aber hier, wie man sieht, nicht so wirklich zu empfehlen. Der Aufstieg ist vielleicht einfacher, weil mit Gepäck, man muss sich da noch festhalten, schwierig. Aber es gibt noch andere Wege, das ist wahrscheinlich einer der schwierigen. Oh, I had the police to tow away the cars. They're towing away all the cars. Yeah. Yes. Huh? But they can, ne, if they want, because you're not supposed to park where we park. Also, hallo, wir sind jetzt hier am Banana Beach. Bananen gibt es keine. Warum heißt der überhaupt Banana Beach? Kokosnuss Beach wäre doch eigentlich viel passender. Weil Kokosnüsse gibt es hier überall. Hast du Bananen schon gesehen? Ja. Hast du Bananen gesehen? Nein. Vielleicht hat er eine Form von der Banane. Auch nicht wirklich, oder? Nein. Aber vielleicht, wenn man genug Bier trinkt, sieht man Bananen. Das müssen wir halt noch ausprobieren. Ja, da hinten ist schon mal ein gelbes Hemd, das ist bananenähnlich. Hallo meine Freunde, jetzt wird einmal rückwärts gefahren. Heute haben wir hier am Banana Beach, eigentlich müsste der Quallen Beach heißen. Schaut euch mal an, wie viele Quallen das hier angeschwemmt wurden. Ich zeige das jetzt mal so. Ich laufe mal rum. Also hier liegen jede Menge Quallen, aber das ist aber auch normal, dass die irgendwann einmal ans Land gespült werden. Das hat man immer mal, ist halt gerade so die Zeit, wo es die gibt. Machen wir jetzt mal einen kleinen Prank oder wie man sagt, ich nehme mal so eine Qualle und bring die mal zu denen da vorne, was sie dann sagen dazu. Das Faszinierende ist ja, du kannst sie fast nicht greifen, weil die ja hier aus 190, über 90% Wasser bestehen. Aber ich versuche die jetzt mal loszuwerden, ob die eine haben will.
auf den Bauch legen. Wer möchte Qualle mal abbeißen? Ha? Tut gut gegen dicke Augen. Ha? Du? Auf den Bauch, das tut gut. Ha? Könnt ihr Fett absaugen? Ja? Ja. Immer noch 5, 6 Stück. Okay. Ja, wir machen so den Kur. Da. Nimm doch mal. Nein. Ha? Komm. Aber die sind ja knibberig, ey. Fühlt sich irgendwie schön an. Ja, aber einmal. Aber die wollen echt nicht mehr, ne? Warte mal. Ich muss... Aber nimm sie doch mal auf den Bauch. Nein. Komm. Nein. Komm, fang. Keiner will mit mir spielen. Keiner will Quallen-Catchen spielen. Keiner Lust? Komm du. Oh, sorry. Möchtest du mal anfassen? Aber die sind wirbellos, ne? Ja, die sind ja zu über 90% Wasser und die leben ja angeblich auch ewig. Aber nee. Irgendwas? Das ist die Decke. Nee, ich glaube, die haben nichts. Die haben auch kein Gehirn. Die Quallen hat kein Gehirn, das ist alles. Aber man muss wissen, die besteht zu über 90% aus Wasser und angeblich können die auch unendlich leben. Also ist das eigentlich manchmal mit dem Gehirn Was? Bei uns ja. Zeitweise. Stammen wir also teilweise von der Quelle. Nimm's doch mal in die Hand. Bisschen schlapprig, ha? Ja. Was denkst du? Fühlt sich komisch an. Ja. Aber, zwei davon haben. Aber wenn ich jetzt die Augen zumache. Und mach immer so. Genau. Dann wird die Lunte größer. Es hat was von einer Frauenbrust. Ja, wenn man mit dem Mittelfinger suche ich das Loch, aber finde ich irgendwie nicht. Soll ich mehr Brust oder mehr Schnatterlappen? Was denkst du? Kann man schlecht beschreiben. Aber schau mal, wie es runtertropft. Schau mal, wie das Wasser verliert. Ne? Tropft alles raus. In dem Moment, wo die aus dem Wasser ist, die ist sofort tot, hat mir einer erklärt. Also. Ach, da ist sie sofort tot? Die ist sofort tot, die braucht das Wasser. Also nach ein paar Sekunden halt. Trocknen sofort aus. Trocknen sofort aus. Ist ja reines Wasserwesen. Statt, sollen wir eine mit nach Hause nehmen? Sollen wir die lebend erhalten? Du musst jetzt ab sofort erst mal 5 Tage Sicherheitsabstand zu deiner Frau einhalten. Ja, genau. Ja, ich desinfiziere meine Hand gleich, Schatz. Da brauchst du nichts desinfizieren, ist aus Wasser. Darling, aber you want? Come, we go to your darling. Genau, wir tun das mal der Neue. Tu es mal der Neue auf den Bauch. Schau mal, was der Neue dazu ist. Darling, I have a present for you. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. You can feel it. War lecker. Hast du gerade gefilmt? Markus! Sie ist aber lecker auch. Nee! So? Neu, komm, show that you, dass du keine Angst hast. Ja, neu, neu. Sometimes it's ich gebe zu. Nein, ehrlich, ist ganz. Gibt's auch. Oh. Lebe noch? Nee. Die ist tot. Sobald eine Qualle. No, no, no. Ja, jetzt drückst du nicht noch weiter tot, wenn sie schon tot ist. So. Sobald eine Qualle aus dem Wasser draußen ist, ist sie tot. Und hat Qualle. Qualle, ja. Qualle. Ja. Qualle. Mähenkrabbrunnen. Hat auch keine Wirbel. Was? Wir essen das, ne? Aber ich weiß nicht, welcher Mähen Sorte. Mähenkrabbrunnen. 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 Aber diese Sorte, weiß ich nicht. Sie haben so alles ab, ne? Pico like aber nur. Aber appetitlich sieht es ja jetzt nicht aus, wenn wir ehrlich sind, ne? Ja. Qualle. Qualle. Also heute frische Quallen am Banana Beach. Wer Lust hat, kommt vorbei. 1,50 Euro das Stück. Das gibt es ja. Mittagessen. Mittagessen. Das ist in der Mütze, da ist immer schon kühl auf der Fläche. Komm, jetzt leg's doch mal da hinten auf den Popo und mal schauen, wie die Reaktion ist. Musst du bei deiner Frau machen, ich trau mich nicht. Einfach mal viel, weißt du? Ist nicht schlimm. Schauen ist schon okay. Ja. Okay. Dann hat auch angefasst. Ja, die Neue hat es angefasst. Ist nicht schlimm, ne? Fühlt sich eigentlich angenehm an. Ich muss auch sagen, bei mir ist jetzt auch schon wieder getrocknet. Ein bisschen Papp.
Wollen wir die nochmal reanimieren? Ne? Nichts zu reanimieren. Und zur Wundbeatmung. Aber du könntest es mal der Dame auf den Bauch legen. Mal schauen, was die macht. Glocke und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me five.